Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Azuras Wrath. Das Überraschungsprojekt, bei dem ich es eigentlich am Freitag kriegen sollte. Aber Amazon war mal so sozial und hat es mir heute schon am Donnerstag geschickt. Und deswegen liebe ich Amazon manchmal, dass die Games einfach mal so kurz vorm Release einfach mal doch mal so losschicken. Und bei Portal habe ich gesagt, dass ich ein Überraschungsprojekt starten will, aber am Freitag. Und das ist Azuras Wrath, das allerdings schon heute folgt, wie gesagt. Wie gesagt, Amazon. Und warum dieses Spiel? Ganz einfach. Ich habe mal ein paar Trailer davon gesehen und das war so irgendwie mein Geschmack. Erstens, weil das sah einfach episch aus. Und zweitens, gab es da so komische Dinge, wie zum Beispiel Riesen-Buddhas mit irgendwelchen Lasergewehren. Und da dachte ich, das ist wahrscheinlich meine Art von Spiel. Und die Musik hört sich gerade auch wirklich episch an. Und ich drücke jetzt einfach mal den Startknopf. Es existiert keine Speicherdaten. Ja, natürlich will ich. Speichern. Das ist übrigens die PlayStation 3 Version. Und wer sich fragt, warum die Qualität nicht so, also nur gut, aber nicht so richtig gut aussieht, das ist, weil ich vom Grabber aufnehme, nicht von einer TV-Karte. So. Und hier haben wir neue Spiele. Oh, extra haben wir was Neues. Herunterladbare Inhalte. Ja, Inhalte. Nee, herunterladbare Inhalte, habe ich mal gelesen. Das ist sowas wie von Street Fighter geben soll. Habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur so ein Joke war. Vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Aber ich denke, ich fange jetzt einfach mal an. Neues Spiel. Wählen Sie einen Schwierigkeitsgrad aus. Für Spieler, die Rache an die Verräter nehmen möchten. Für Spieler, die Geschichte genießen möchten. Ach, machen wir normal. Möchten Sie das Spiel auf normal beginnen? Natürlich. Speicher. Ich bin schon gespannt, was noch auf mich dazukommen wird. Und ich denke, das seid ihr auch. So, dann wollen wir mal beginnen. Ach, so eine große Filmankündigung. Die widerlich unreinen Kreaturen, die das Land durchstreifen, die Goma. Um die Zivilisation vor dieser nicht endenden Bedrohung zu bewahren, haben die Halbgötter, die die Welt regieren, eine ultimative Waffe erschaffen, mit der sie die Goma ein für alle Mal auslöschen können. Ihre Legionen wurden von 8 Elite-Halbgöttern, den 8 Wächtergöttern und so weiter und so fort. Das ist übrigens unser Hauptcharakter. Du hast kleine Info. Wie, ich soll nochmal Start drücken? Okay, das war jetzt ein bisschen... Naja, egal. Was? Oh. Was... Was soll ich machen? Lock on fire. Oh. Was soll ich denn kaputt machen? Was soll ich denn hier kaputt machen? Da. Wow, wow, wow. Das beginnt ja schon mit so einem komischen Shooter-Part. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber ich denke... Es ist schon eine nette Reingabe. Wow, 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 wow. Ah, Schnellfeuer. Okay, Viereck, Schnellfeuer. Da, 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 da. Wow, wow, wow. Autsch. War das die Goma oder? Ja, sieht nach Goma aus. Was? Oh. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Das sind die... Was? Goma-Peitscher. Unrandstufe 13.000. Ach ja, das Spiel handelt von solchen Point-Click-Events. Das heißt, das ist nicht das erste Mal, dass wir da auch schnell irgendwelche Tasten drücken müssen. Also muss ich schon bei den Cutscenes auf der Hut sein. Goma-Träger, Unreinheitsstufe 240.000 war das, glaube ich. Mann, ey. Ach, du schon wieder.
Boah, ich sehe überhaupt nichts. Doch, ich sehe ja schon was, aber ich sehe gerade vor den Lappen gewurzelt nicht, auf was ich da eigentlich ziehen soll. Ich drücke gerade auch nur Schnellfall. Ja, komm schon, ja, ja. Und, ja, jetzt sollten wir Kreis drücken. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Okay. Ach, Quatsch. Ich habe gerade R gedreht. Wir sollten da den L-Stick drehen. Okay, und was jetzt? Die Karma-Festung. Es ist schon komisch. Ich kenne nur Goma aus The Legend of Zelda. Ja. Achso, wir dürfen wieder schießen, okay. Wie gesagt, die Goma haben mich. Die kenne ich nur aus Legend of Zelda und das waren diese komischen Spinnviecher. Oder solche Krabbelviecher. Aber egal, hier sind die doch etwas größer geworden. Okay, Schnellfeuer geht, glaube ich, nur bei Nahkampf. Entweder das. Ach, Mann, ey, wann können wir mal was kaputt machen? Ich glaube, wir treffen nur, aber. Ach, komm schon. Ah, jetzt müssen wir wieder wahrscheinlich, ja. Ich drück einfach irgendwas. Ich frag mich, wie lange das Intro noch geht. Ja, einmal schön durchgehen. Was? Oh, Button Smashing! Ja. Und das sind wir, Asura. Oh, jetzt geht's weiter. Okay. Da kommt schon. Ja, oh. Da schiffst du mir im Weg. Komm schon. Ja, da vorne ist was Großes. Ja. Wow, 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 wow. Okay, das ist da vorne ist ein großes Vieh. Achso, die Wut.
Oh, Rage-Modus aktiviert. Ah, auto, ja. Trophäe, Wutkontrolle. Rage-Modus aktiviert. Obwohl, das war noch nicht der richtige Rage-Modus, denke ich mal. Der kommt wahrscheinlich später. Olga. Sometimes I wonder if you know me at all. Have you forgotten that I am most concerned when the beauty of destruction is before me? My strategies are flawless. There is no need for us to be on the front. No need but sit back and wait for victory. How you two became generals is beyond me. Commander Davis, sending reinforcements directly to the front lines. Matters such as this that bring temporary peace or happiness waste a lot of time. Huh? Prepare to fire the Bramastra. The Bramastra? But Commander, it is not yet fully charged. In its current state, we wouldn't be able to demonstrate its true capability. Noch chinesische Weisheiten. Ja, das Ding ist groß. Das Ding ist wirklich groß. Ja. Boah! I'm a fire in my laser! Ich glaube, wir sind gerade im Weg. Oder auch nicht. Laser! Ist das die... Das ist die Erde. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Oh, jetzt haben wir Erde kabumm gemacht. Oder ist da was rausgekommen? Nee, das war's rausgekommen. Goma Vlitra. Nicht Vespa. Okay, das Ding ist schon größer als die anderen. Oh oh, Rache. Ja, das Ding ist ziemlich angepisst. Sieht ein bisschen aus wie so eine Knospe und wenn die sich öffnet, dann schießen solche kleinen Dinger raus. Solche kleinen Feuerkugeln, die alles kaputt machen. Okay, Ladebildschirm oder was ist das jetzt? Ja. Oder so ein Übergang, kann auch sein. Oh, ah, jetzt haben wir wieder schießen, aber... Okay. Was?
Oh, das war knapp. Entweder das oder wir haben es einfach übersehen. Ja. Ich versuche ja aufzupassen, aber die kommen immer so plötzlich. Oder war das jetzt nur so vorgeskriptet? Ich weiß das nicht, ganz ehrlich nicht. Ja, jetzt machst du wieder das. Machst wieder alles schön kaboom. Was kommt jetzt? Achso. Oh. Alter. Ich denke mal viel zu langsam. Achso, das ist doch die Tochter. Denn die Priesterin ist Asuras Tochter, soweit weiß ich das noch. Aber ob sie das jetzt hier auch ist, das wusste ich noch nicht. Ich dachte, das kommt später noch. Aber ich muss... Was? Oh. Oh, we've got arms! So. Sechsarmiger Vajra Asura. Nee, Vajra oder so. Jedenfalls sind wir... Wir haben mehr Arme. Sagen wir es so, wir haben mehr Arme. Obwohl, wenn ich das so sehe, war das wirklich so vorgeskriptet, dass wir an einigen Stellen nichts machen konnten? Oh, ja. Ich hoffe, wir bleiben nur bei L. Bitte. Achso, ja. Komm schon. Und was jetzt drücken? Wow. Na los, kommt doch schon her. Ausweichen, ausweichen. Ausweichen. Alter, ich weiß nicht, von woher diese Strahlen jetzt kommen, wo ich das besser am besten sehen kann. Und ich drücke einfach nur immer auf Dreieck. Und jetzt wieder Rage-Modus aktiviert. Okay, welchen Knopf jetzt? Oh. Ach so, das war die Sache. Jetzt weiß ich's. Habe ich auch schon mal gesehen, aber ich habe wohl ein bisschen zu früh gedrückt. Ich hoffe, ich kriege das nächstes Mal besser hin. Komm schon, jetzt einkloppen. Oder auch nicht? Schade, ich wollte noch ein bisschen einkloppen. Ich habe jetzt gerade irgendwie so Lust danach, mit sechs Armen auf das Viech einzukloppen. Aber jetzt geht es, glaube ich, auch schon so down. Oder? Oder hast du noch was drauf? Und jetzt müssen wir wahrscheinlich was drücken. Ja, Riesenlaser. Oder so ein riesiger Feuerstrahl. Was weiß ich, was du da feuerst. Doch, wir haben es kaputt gemacht. What troubles you? Could not kill it. Okay, es ist nicht tot. No one can kill Vlitra. You should be grateful you were able to subdue it. We have suffered more casualties than ever, but it will not be back for a while. You should rest. Due to General Asura's efforts, Vlitra has subsided. Purify the survivors!
I be Goma! The power of my eight guardian generals is invincible! May Shinkoku prosper in everlasting glory! Episode 1, der Anbruch einer neuen Dämmerung. Okay, das Spiel ist in Episoden eingeteilt. Hätte ich mir aber auch schon so denken können, dass das nicht so Open World ist. Oh shit, S. Kampfpunkte, B. B. A. Ist doch noch gut! Die Extras wurden neuen Illustrationen hinzugefügt. Der Schöpfungskrieg, die Halbgötter und die Trastrium-Zivilisation. Und wir haben eine Trophäe erhalten, aber ich habe gerade nicht gesehen, welche das war, weil ich auf den Rang konzentriert war. Und Episode 1, der Anbruch einer neuen Dämmerung. Sterblicher und Wutkontrolle. Okay. So, mache ich weiter? Ich glaube, ich mache nochmal kurz weiter. Ja, speichern. Auch wenn wir schon 22 Minuten schon haben, denke ich mal, wir gucken mal in das nächste rein. Kurze Zwischenstücke zwischen den Episoden erzählen die Geschichte weiter. Ah, dankeschön. Ach, verdammt, das kann ich nicht lesen. Der Grabber ist da ein bisschen bescheuert, sagen wir es so. Naja, da hätte ich doch lieber die TV-Karte. Fessung, Raum nach dem Kampf mit Vlitra. Ach da. Dios Raum. Achso, das ist nach dem Kampf, okay. Okay. Achso, weiter ist mit X. Herzlichen Glückwunsch, Kommandant. Wir haben Vlitra wieder einmal erfolgreich unterdrückt. Ah, so kann ich es besser lesen. Das ist gut. Das bedeutet nichts. Es wird irgendwann zurückkehren. Es wird eine größere Bedrohung als je zuvor sein. Ah, ich hab's das falsch gelesen, aber es kommt das gleiche hinaus. Vlitra, das abscheuliche Biest. Es zu vernichten wird schwieriger, als ich angenommen hatte. Und wer hätte gedacht, dass Azura der Teufelskerl derjenige sein würde, der es aufhält? Er hat selbst August übertroffen. Das ist nur möglich gewesen, weil er die Unterstützung der Priesterin hatte. Ah ja, seine Tochter, Mitra. Es könnte durchaus sein, dass wir unseren Sieg ihr allein verdanken. Die Priesterin war nützlicher als Kaisers Bruder höchst selbst, Nistrada. Vielleicht habe ich zu viel gesagt. Ihre Kräfte zu nutzen, ist ein elementarer Schritt auf unserem Weg, unserer Sache umzusetzen. In der Tat, ihre Fähigkeiten, das Mantra zu verstärken, ist recht bemerkenswert. Kaum zu glauben, dass dieser geistliche Grobian ihr Vater ist. Das geht ja wie ein C aus. Ich schlage vor, dass wir eingreifen, zum Wohl der Priesterin. Er ist eine mögliche Bedrohung unserer Pläne. Ja, da wird das Komplott geschmiedet. Was steht da? Noch nicht. Er kann uns immer noch nützlich sein. Ach, im Grunde genommen sind wir nur Spielzeug, ne? Oh, da übrigens steht... Da oben steht auch noch der Künstler, der das gemacht hat. Also, der das gezeichnet hat. Zilichiro Hoshokawa. Oder Hoshikawa. Nee, Hoshokawa. Hoshokawa, glaube ich mal. Derzeit müssen wir uns auf die Fertigstellung der Karma-Festung konzentrieren und herausfinden, wie wir effizienter Manta ansammeln können, ohne dieses Wissen. Sorgt euch nicht, Kommandant. Ich habe bereits einen Plan für all das erstellt, inklusive der Priesterin. Sehr gut, fahre wie geplant fort. Scheitern ist keine Option.
Ja, sorry für die Lesefails, aber ich konnte das nicht wirklich entziffern. Priestess Mithra lent her power to the Shinkoku army, and all of Gaia rejoiced at the victory over Vlitra. But this time of celebration did not last, for in the shadows of victory, the wheels of betrayal had already been set in motion. One that would shake the very foundation of Shinkoku. Ach, das war ein kleiner Trailer auf die nächste Episode. Nun, dann denke ich mal, hören wir hier erstmal auf und machen im nächsten Part weiter mit Episode 2. Also, und bis jetzt kann ich schon mal sagen, es ist bis jetzt ein Game, das auf Point-Click-Events basiert, zumindest bei solchen ganz großen Dingern. Aber ich weiß auch noch nicht, wie das ganze Game allgemein aussieht, denn das war ja erstens das Intro und zweitens sieht das Gameplay auch etwas anders aus, wenn man noch ein bisschen weiter spielt. Aber ich denke, wie gesagt, hier ist erstmal Schluss und im nächsten Part geht es, wie gesagt, weiter mit Episode 2, wo Asura verraten wird. Ja, das Spiel beruht eben darauf, Asura wird verraten und deswegen ist er auch mächtig sauer. Und das haben wir auch schon in dem Trailer da auch gesehen. Und wie gesagt, ach egal, bis dann Leute im nächsten Part, ciao.